bin Christian Walter, seit 2013 jetzt an der TA und ja, mit meinen Kollegen jetzt im Abschlusssemester. Unfassbar. Zur Schauspielerei bin ich gekommen über die Domfestspiele in Verden. Die haben damals Jungs gesucht, die reiten. Dann wurde ich zum Casting eingeladen und dann nahm das seinen Lauf. Und seitdem hat mich die Schauspielerei eigentlich gar nicht mehr losgelassen. Die wundervollsten Momente sind eigentlich, wenn Dinge auf der Bühne unverhofft entstehen. Wenn sich ein Stück oder eine Szene oder ein Dialog irgendwann verselbstständigt und lebendig wird und aus einer einfachen Färbung ein ganzes Farbspektrum im Endeffekt entsteht. Es wird nie eine Vorstellung geben, die genau gleich ist wie die andere. Und das macht es so reizvoll, weil es halt einfach unwiederbringlich ist. Das ist schön, ja. Das Merkmal von der Rolle Fluch ist, dass die Figur so vielschichtig ist und im Endeffekt nach außen hin einen sehr starken, maskulinen Charakter darstellt und einen Typen, der sehr kräftig ist, sehr zerstörerisch vielleicht auch wirkt, aber auch eine sehr weiche innere Seite hat. Wow, gute Frage. Also was ich schauspielermäßig auf jeden Fall noch machen will, ist mehr in Richtung Tanz noch zu gehen. Der ganze Freilichttheaterbereich interessiert mich auch sehr, weil es eine ganz andere Art ist zu spielen unter freiem Himmel und weil das so ein bisschen back to the roots ist. Ich freue mich auf die Zeit danach, weil man einfach dann sich selbst frei entfalten und verwirklichen kann.